Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Eventfolge von NHL 22 Hockey Ultimate Team. Jawohl, es gibt neue 22 Under 22 Spieler. 11 Stück sind's und ihr seht schon, es ist genau der Spieler, bei dem ich unbedingt haben wollte. Jamie Drysdale. Yes, 2 Ducks im Lineup. Das heißt, wir werden auf jeden Fall heute alles geben, dass wir die kriegen. Wir werden nur 2 Packs heute nicht aufmachen können. Das ist das Ultimate Choice Pack, die 2. Runde. Die werde ich dann Montag früh dann wahrscheinlich machen. Es kann sein, dass wir da nochmal eine Folge machen, je nachdem, was das für gute Packs sind. Ja, Black Friday Karten, Cole Perfetti, Sammy Vatanen, Rasmus Sandin, Darius Kasparaitis, Brian Johnter und Jonathan Drouin sind die 6 Karten, die es gibt. Dazu kommen hier die Superstar Origin Karten, unter anderem mit Troy Terry, Jake Günzel, Matthew Barzal, Simon Gagné, Joe Pavelski und KKG. Jawohl, Lafreniere, Hughes und Drysdale. Dazu kommen Byfield, Cofield, Cousins, Farabee und so viele andere. Capo Caco sehe ich da noch, Lafreniere. Weiß gar nicht, wer das die 24 ist von Ding. Coleman ist es nicht mehr. Das ist Jasper Brad. Nee. Ich kann es nicht lesen. Und von den Islanders gibt es auch noch jemanden, wir können es uns gleich anschauen, Jake Oettinger im Tor zum Beispiel noch. Aber ja, 22, es gibt 2 diese Woche, die werden wir ziehen. Mason McTavish 85, das heißt, wir haben morgen auch 2 Sonntagsspiele. Kirill Kaprizov, Marc-André Fleury, da müssen wir halt auch noch was machen. Da werden nämlich ein paar Karten geboostet. Ja, was haben wir denn noch alles? McDavid 93, das ist sehr schön. Genau, hier haben wir X-Factor und Water Power-Up-Icons. Genau. So. Einzelspielbelohnung abholen. Ich habe leider die Einzelspielbelohnung aus Versehen schon abgeholt. Deswegen holen wir jetzt die erst ab. Machen dann die Packs auf, die jetzt praktisch mehr oder weniger im Shop rumliegen. Machen dann danach die aus dem Store auf. Schauen wir erst da noch rein. Sets. Da hat sich nämlich nichts geändert. 7 Stück für die Auswahl. Und dann haben wir hier die ganzen Eintauschsets. Einige Objekte haben wir schon. Hier haben wir noch die Black Friday Sets. Die sind jetzt nicht so oder Wahnsinn. Black Friday exklusive Spieler. 60 Goldspieler gegen ein 88er Gesamtobjekt. Ist nicht schlecht. Problem ist, dass wir 88 nicht mehr ganz brauchen im Team. Primetime Pack. 2 Power-Ups, Sammelobjekte und 4 Goldspieler-Pack. Die Goldspieler werde ich mir aber definitiv behalten, nenne ich es jetzt mal. Aus dem einfachen Grund, weil ich weiß, dass wir hier mehr haben wollen. Genau, Objekteingang, ihr seht schon, 52 Objekte. Darunter hier dieses wunderschöne Hood Champions-Ding. Der Rest sind alles an die Sammlung senden, Sammelobjekte für 22 Under 22. Das heißt, Drysdale wird die 92 haben. Wir haben hier noch mehr Spieler zu ziehen, 2 Stück nämlich, von Woche 1 noch. Ja, wird gleich sehr lustig. Schauen wir erstmal in meine Sammlung rein. Wir haben hier einige Eventspieler, die wir noch nicht gesehen haben. 22 Stück sind es jetzt. So, kennen wir schon. Quinton Byfield. Oh, die Karte sieht gut aus. Den hätte ich wirklich gerne, wobei er wenig Tempo mitbringt tatsächlich. Center, 86 Bullies. Hat der Dieb ja wollt und hätte 91. Siehst du, es interessanter als die Karte, die ich ursprünglich ausgewählt hätte. Ich hätte nämlich Alexander Trocourt noch ausgewählt. Aber wobei, es ist eigentlich gleich. Quinton Byfield. Weiß halt nicht, ob er Ding ersetzen könnte. Nikita Kucherov. In dem Ding dann. Von den Werten her, ja. Präziser Pass, Shutdown, Knipser. Da müssen wir gucken. Bone Byram. Ist auch noch Woche 1. Für einen Verteidiger halt ganz starke Werte. Darlin haben wir noch. Darlin kommt noch heute. Den werden wir heute ziehen. Ja, dann haben wir hier einen Linksschützen. Wir haben einen Rechtsschützen mit Jamie Drysdale. Die anderen Positionen sind jetzt eigentlich noch unbesetzt. Die brauchen wir nicht unbedingt. Jack Hughes, Oettinger, Lafreniere, Spencer Knight, Capo Caco. Noah Dobson ist, glaube ich, auch neu. Auch Rechtshänder für die Verteidigung. Oettinger haben einen zweiten Torhüter. 1,96 ist relativ groß. Werte sind nicht schlecht. Genau, haben wir Alexander Trocourt. Hat ihn eben angeschaut, weil er halt
Tempo mitbringt tatsächlich. 92 Tempo. Vielleicht ist es auch der Grund, mit dem wir Nikita Kucherov ersetzen sollten, wenn wir die Möglichkeit haben. Weil 92 Beschleunigung ist halt schon krass. Der Schuss lässt zu wünschen übrig, das weiß ich. Der Bulli wird aber nicht. Und theoretisch, vielleicht ist es ja machbar, dass wir mit Byfield und Kokage hier ein bisschen was aufbauen, so wie wir es uns vorstellen. Aber ja, jetzt muss ich nur kurz noch schauen. Capo Caco ist halt Woche 2. Das ist das Problem. Wir müssen generell schauen, wen wir noch ziehen. Natürlich jemanden ziehen. Ist auch Linkshänder. Ja, auch so einen soliden Schuss, nenne ich das mal. Kein Bombenschuss, aber einen soliden Schuss. Wir müssen jetzt natürlich auch schauen, wie wir dann gleich noch ziehen. Das ist natürlich auch klar. Aber ja. Die Karten wären bereit. Ungeöffnete Packs. Starten wir hier hinten. Stopp, später öffnen. Das sind die Meisterobjekte. 2 Goldspieler-Pack. Nein. Nur was für später praktisch. Nope. Premium Pack. Nice one. Tim Stützler habe ich übrigens eingetauscht, habe lange Rummel gelegt und habe mich entschieden, ihn abzugeben, weil er an die Werte nicht hinkommt, die anderen hätten. Solider Flügelspieler, das war es aber dann auch. Also für Bulli, wenn ich mir jetzt zur Kurt oder Byfield anschaue, ja, sind sie mindestens genauso stark, wenn nicht sogar ein bisschen stärker. Premium Pack. So, wir haben so viele Packs, das ist so schön. Was wir auf jeden Fall nachher machen müssen, bevor wir die Ding-Karten machen, bevor wir unsere Karten ziehen, also die Meisterobjekte, müssen wir schauen, welche Packs wir aus dem Store ziehen, wer da drin ist. Weil das entscheidet natürlich dann den Weitergang, was wir dann vielleicht nehmen müssen, ob wir überhaupt noch irgendwas brauchen. Weil wenn wir theoretisch Byfield und Drysdale ziehen, ja, haben wir einen Haufen Collectibles übrig und können dann mindestens noch fast 2 Spiele fertig machen. Das ist das, worauf ich im Moment schiele. In Hoffnung, Tristan Jari, dass wir es irgendwie hinkriegen, diese Spieler ohne was Großes fertig zu pushen. Aber gut. Sie sind halt sehr kostspielig. Seth Jones, Drew Doughty. Da hinten sind nochmal. Oh mein Gott, Jack Hughes. Ja, haben wir wieder mal das Pech gehabt, dass wir die andere Karte ziehen und nicht die Karte, die uns mehr einbringen würde. Warum auch? Carlson, Johnson, Subban, Francus und Brown. Ja, noch nicht ganz das, was ich wollte. Prime Pack. Nee, die Prime Packs, die sind hinfällig. Das sind nicht die Bomben Packs. Jawohl, das ist gar nichts. So. Pass mal auf. Jetzt haben wir hier Woche 1 Auswahlpack. Und das heißt, dass wir jetzt mal kurz rüber switchen in den Store und diese Woche 2 Spiele mitnehmen. Oh! Fick die Henne. Es könnte vielleicht sein, dass wir Nikita Kucherov nicht mehr brauchen, weil wir Jack Hughes haben. Oh, holy camoli. Ja. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Eieieiei. Jetzt muss ich mir das natürlich mit Quinton Byfield wieder überlegen. Weil theoretisch ist er jetzt wieder überflüssig. Wenn wir Turcotte als Center nehmen. Turcotte hat mehr Bulli-Werte. Drysdale. Na, Farabee, ja, den brauchen wir gar nicht. Ist untauschbar. Mit dem kam ich letztes Jahr schon nicht so zurecht. Nee, den werden wir mal umtauschen gegen 3 Collectibles. Okay, gut. Jetzt haben wir das gemacht. Power-Up-Spieler. Machen wir hier die Packs mal fertig, dass wir wissen, was wir hier noch ziehen oder ob da noch irgendwas Großes rauskommt. Ich bezweifle es, aber ja. Power-Up-Items, sehr schön. Müssen wir nachher auch noch machen. Gut. Genau, 4x 2500 Ultimate Choice Black Friday.
gehört auch immer viel Glück dazu, das weiß ich. Und wenn du es willst, das Spiel ist darauf aufgelegt, dass du Jay Künzel, 85. Na also, haben wir schon mal die erste gute Karte gezogen. Schau, nehmen wir schon ein Glück dazu. Matthew Barcel. Why not? Victor Söderström, Ovechkin und Aho. Nice. 86, das sind drei Collectibles, die uns Ovi da einbringt. So denke ich im Moment. Ich denke mir nur noch in Collectibles, mehr oder weniger. Weil es halt darum geht, dass du diese Collectibles, ja, sammelst bis zum geht nicht mehr. Das ist so ärgerlich. Cousins hätte auch diese Meisterkarte haben können. Romain Löffel. Hornquist, Voracek, Petrie. Quick, Lindholm, Hamilton. Yes, Black Friday Druin, das ist sehr schön, jawohl. Können wir tatsächlich gleich mal schauen, wie viel der wert ist. Die anderen können wir mal reinschmeißen. Dich schicken wir mal auf den Tauschstapel. Alles an meine Sammlung senden. Das heißt, wir werden jetzt da, wir haben am Montag nochmal zwei Sets. Wir werden jetzt da mal kurz schauen, was denn der nette Herr hier wert ist. Tauschstapel, da liegt einiges rum tatsächlich. Also McDavid, Druin, ja, die werden kommen auf jeden Fall weg. Preis vergleichen. Druin bringt uns 50.000 ein, okay. Preis vergleichen. Ist jetzt gedroppt auf 88.000. 85.000 Sofortkauf, 75.000 Sofortkauf, 64.000 Sofortkauf. Okay. McDavid ist jetzt finally gedroppt. Das ist das, was man jetzt einfach zahlen muss. Ansammlung senden, das sind drei Collectibles. Adam Oates. Power-Up-Karte, eigentlich schon gut. 19.000 für eine Power-Up-Oates. Das tut halt irgendwo weh. Okay, pass auf. 19.000 direkt. Objekt anbieten. Das ist mal für 6 Stunden rein. Startpreis 10.000. Sofortpreis 18.000. McDavid. Sofortkaufpreis sind 55.000. 6 Stunden. Und Jonathan Druin war auch ungefähr auf dem Level. Lass uns mal kurz nachschauen. Nee, ist ein bisschen mehr. 50.000 Beginn, okay. Sofortpreis 65.000. Sehr schön. So, dann können wir hier vielleicht noch ein paar Coins ummünzen, mehr oder weniger. Gehen wir mal kurz auf die Sets. Nachdem wir jetzt Quinn, den Herrn Hughes gezogen haben, holen wir uns jetzt aus dieser Serie mal nur den Herrn Drysdale. Genau, und dann... Jetzt müssen wir aufpassen. 86 plus. Automatisch ausfüllen. Jawohl. Alexander Ovechkin wird eingetauscht. Drei Collectibles mehr. Farabee wird eingetauscht. Der passt auch. Ist leider untradable. Wir brauchen ihn nicht. Ich will ihn auch gar nicht. Den würde ich schon ganz gern behalten, muss ich leider sagen. Weil der wird Nikita Kucherov ersetzen.
Artillery Unset senden. Genau, wir haben dann Kucherov noch zum Eintauschen theoretisch. Versuche natürlich jetzt hier mehr auf Biegen und Brechen noch Collectibles rauszuholen. So viel wie geht. Weil ich weiß, dass die unheimlich, unheimlich gut sein werden, diese Karten. Diese 22 under 22. Weiß aber halt auch, dass die sausau teuer werden können. Und relativ schnell sausau teuer werden. So, euch lasse ich da mal nicht rein. Sammlung durchsuchen. Jake Günzel. Jake Günzel, mehr geht im Moment nicht. Okay, dann ist das durch das Thema. 80 plus Karten, jawohl. Da können wir noch ein paar mitnehmen. Wir müssen nachher sowieso zum Kucherov noch rausschmeißen. Aus der Mannschaft. Müssen wir mal schauen, was wir mit Jack Hughes hinkriegen. Es muss am Ende keine Wunderkarte sein, es muss einfach eine Karte sein, die funktioniert. Ich sag, wir haben Coins auch noch, um sie zu pushen. 311.000, by the way, gerade. Das ist gerade mehr geworden. So. Nice. Freut mich sehr, was wir hier gerade fabrizieren, tatsächlich. Morgen dann Debüt für Drysdale und KKG. Pack. Das ist okay. Das heißt, ihr fliegt alle wieder raus. Das ist okay, ist okay. Haben wir genau so kommen sehen, sage ich es jetzt mal. So, wie viel haben wir jetzt da nochmal gekriegt? Wir kriegen nochmal 3 dazu. Das sind nochmal 24 Objekte. Nochmal zusätzlich.27 werden's. Auf Wiedersehen an dieser Stelle an Nikita Kucherov. Ach, ich glaube, wenn wir eh schon drin sind. Wir haben hier, was haben wir? Wir haben ein paar Spieler zum Updaten. Neuer Rang. Rang kaufen, 3 Power-Up-Sammelobjekte. 1, 2, 3. Mit Objekten kaufen. Somit hat Connor McDavid 93. Polyjavi, Matthews, da geht nichts. Da geht nichts. Da hinten kommt nichts mehr. Verteidigung. Makar, Hedman, Jones, Lidstrom, Letang, Theodore. Da gibt es im Moment auch nichts. Aber ich dahinter schaue auf Marc-André Fleury. Dann kaufen. 2 Power-Ups haben wir Objekte. Zack, den kaufen. Passt. Perfekt. Und dann ist hier der Wirbelwind noch frei. Mit 2 Fähigkeitsboosts, nenne ich es jetzt mal. So. Und jetzt da sind wir aber so weit, dass wir sagen müssen, pass auf, wir gehen nochmal kurz zurück auf die Sets. Sortieren da hinten Nikita Kucherov nochmal ein.
Oh, jetzt haben wir Glück gehabt. Oh, jetzt haben wir richtig Glück gehabt. Jetzt hätte ich kurz nicht aufgepasst, eine Sekunde. Ich wollte nämlich schon X drücken. Nachher irgendwie, wieso lässt mein Daumen mich nicht X drücken? Ja, hat er schon den Grund. Nikita Khrushchev, danke für deine Leistungen, Nikita. Du unterstützt die Jugend. So. Jamie Drysdale haben wir schon gebaut. Der wird jetzt erstmal Crystal Tang ersetzen. Hier haben wir ihn. Jamie Drysdale. Der Spieler, der uns so wichtig ist. Nummer 34. Müssen wir noch schauen, was wir machen. Kaufen für 5. 1, 2, 3, 4. 5. Oder wir können kaufen. Den letzten Rang lasse ich jetzt mal noch offen. So 10. Dann haben wir jetzt 16 Objekte weg. Und 45.000, ja. Ja, das könnten wir machen. Dann würden wir uns nämlich 14 dieser Objekte sparen. Und könnten dann einen Haufen Boost raushauen am Ende. Jamie Drysdale erreicht schon mal die 90. Ansammlung senden. Das war die erste Reihe. Da brauchen wir Rasmus Dahlin. Jawohl. Und für den gilt jetzt dasselbe. Rang kaufen. 1, 2, 3, 4, 5. Jawohl. Rang kaufen. 1, 2, 3, 4, 5. Rang kaufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und nochmal einen Rang kaufen. Somit ist er sowieso schon auf der jetzigen rechten Seite der stärkste Verteidiger, den wir haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Noch 6 da. Wir haben hier noch 12 Stück. Das sind 18. Und wir haben hier nochmal 7 Stück. Das heißt, es sind nochmal 25. Objekte haben wir nochmal. Ich muss natürlich jetzt durchrechnen, klar. 22 unter 22. Wenn wir Stützle pushen, kommt er nur auf 86. Das ist genau das, was wir nicht wollen. Wenn wir Turcot pushen mit die plus 5 Bullies, dann hat er 93 Bullies, 92 Tempo. Herz und Seele, Dieb. Ne, kriegt Dieb dann. Kriegt Protector Boost. Mhm. Kirby Dach ist noch ein Center. Kriegt aber die Werte nicht hin. Auch wenn er sehr, sehr interessant wäre. Connor Bedard. Kriegt 92 Bullies. Kriegt von uns Funke, Dieb und Herz und Seele spendiert. Da können wir Turcotte nicht nehmen. Ich muss Bedard nehmen. Das geht gar nicht anders. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Den haben wir schon. Spencer Knight wäre noch eine Idee, theoretisch. Zehn Fähigkeitspunkte nur für ihn.
ich bin gerade sehr, sehr im Zwiespalt. Weil ich eigentlich kein Interesse an Bedard habe, muss ich gestehen. Deep und Protector. Was aktiviert denn Deep eigentlich? Schlagschusskraft, Defensivbewusstsein plus 5, Stockchecking und Bullies. Bullies ist gut, Stockchecking ist voll. Defensivbewusstsein ist voll. Ja, nee, passt schon. Wir nehmen ihn. Dann haben wir diesen kleinen King auch noch gezogen. Hier, so, Ansammlung senden. Und er ist halt direkt im Vergleich mit eben niemand Geringerem als Ryan O'Reilly. Spiel hinzufügen können wir eigentlich gleich mal nachschauen. Wer da so ein Duell gewinnen würde. Hut IQ. Position. Wahnsinn, wir haben nur Center ausgewählt, hä? Das gibt's ja gar nicht. So, Jack Hughes. Ja, den können wir jetzt pushen. Aus Aufstellung entfernen. Aus Aufstellung entfernen. Lidstrom und Jones plötzlich finden sich plötzlich in der letzten Verteidigungsreihe wieder. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die wissen gar nicht, was passiert ist eigentlich. Und zack, stehen sie in der letzten Verteidigungsreihe. Spieler hinzufügen. Jamie Drysdale. Spieler hinzufügen. Rasmus Dahlin. Wechseln. Bam. Plötzlich hast du zwei solche Superstars in deiner Mannschaft drin. Änderung speichern. Protector ist noch nicht freigeschalten. Bombardiert aber schon. Protector wäre der letzte Punkt. Alter. Ja. Das ist eine andere Klasse. Bombardier, Gladiator brauchen wir nicht. Schlenzer, Magier. Ii. 2 von 5 Punkten. Gladiator 3 von 5 Punkten. Ausgewogen haben wir leider auch nicht. Das heißt, theoretisch können wir uns diesen letzten Punkt sparen, dieses Ausgewogen. War eigentlich nicht, nee. Weil ihr hier 90 Tempo kriegt dann. Eieiei. So. Achso, ich wollte Riley und Tricot noch vergleichen erstmal. Compare Players. Riley. Riley und dann haben wir unten Tricot. Und nur die 86er Varianten der Spieler. Steht 11-11. Tatsächlich in der Defensive. Skating und Offensive ist Tricot besser in allen Punkten. Sagen, wir haben jetzt noch ein paar Punkte offen. Was waren es? 25 Karten. 5, 5, 87. 5, 5, 88 beide. Dann haben wir 20 raus. Vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 288.
Also das werden wir sowieso nicht schaffen. Also wir könnten jetzt hier sagen, okay, machen wir 12, machen wir ihn hier fertig. Dann hat er 90. Und wir lassen ihn jetzt einfach mal kurz bei 88 stehen. Tauschen Riley mit Turcotte. Police. Spieler für Upgrades. 1, 2, 3, 4, 5. Dann diese kleinen Dinge, die man jetzt machen muss. 1, 2, 3, 4, 5. So, und jetzt dann sollten wir eigentlich keine Möglichkeit mehr haben. Genau, es fehlt genau eine Karte zum weiteren Updaten. Das ist okay. So, jetzt muss ich nur mal Turcotte vergleichen mit Riley. Nochmal. Na, 88. Riley. 85. Compare Players. 16 zu 8 Punkte für Turcotte. Face of kriegt dann natürlich jetzt einen Boost. Gut, den hätte halt Riley auch bekommen wahrscheinlich. Weil nicht unbedingt. Aber gerade vorne ist es einiges besser als bei Riley. Vor allem die Geschwindigkeit ist jetzt auf einem komplett anderen Level. Das passt schon, das passt schon. Genau, jetzt brauche ich praktisch noch ein Sammlerobjekt, um einen von den beiden abzudaten. Das sollte man noch hinkriegen. Oh, jetzt ist mal das, was sinnvoll erscheint. Jamie Drysdale. Und Rasmus Dahlin. Auf 92. Somit haben wir jetzt drei 92er Spieler. Dahlin, Drysdale und Zegras. Kapitän Dreiseitel, das ist okay. Assistant Captain Lidstrom. Zugewiesenes Kapitänsamt entfernen. Zuweisen. Anpassungsobjekt zuweisen. Drysdale kriegt das A hin. Wie gesagt, Leon Kapitän. Die zwei DAX-Spieler. Assistant. Genau, so Linksschütze, Rechtsschütze. Das ist, passt alles so gut einfach. Powerplay. Powerplay können wir es jetzt ein bisschen einfach machen. Da stellen wir nämlich Dahlin hin. Und statt mal K kommt da Drysdale hin. Zusammen mit Zegras. Jawohl. Hughes als Linksschütze nicht geeignet fürs Powerplay. Dann nehmen wir Patrick Kane her. Weil Kane einfach einen präziseren Schuss hat. Und die anderen vorne schon. Nein! Was hat denn Leon für einen Schuss? Geht das? Kann man den spielen lassen? Ja, locker! Dreiseitel mit Drysdale zusammen. Sieht doch gut aus. Genau, das ist unsere Offensive. Flurry speichern. Defensiv, Powerplay. Dahlin und... Warte mal. Giroux und Face-Off. Ah ne, das müssen wir dann so durchmixen praktisch. Nee, müssen wir nicht. Giroux Rechtshänder, Makar. Tauscht die Position. Mit Giroud, das geht nicht anders. Genau, Crosby hinten dann.
Nee, das können wir nicht anders spielen. Das müssen wir dann wirklich regelkonform nach Reihen spielen. Weil wenn du eh schon unter Zahl spielst, ist es bescheuert, wenn du dann einen Fehler machst. Und Headman. Genau, das heißt aber, dass die zweite Bully-Reihe vorne nicht Ovechkin ist, sondern Crosby. Ja, Crosby und Ovechkin, so passt wieder. Genau. Wobei man sagen könnte, wenn Zegras eigentlich genug Ding hat, Defensivbewusstsein und Co. Das Risiko möchte ich nicht eingehen. Nee, entscheide ich mich dagegen. Genau, das passt. Das ist diese ultimative Powerplay-Reihe eigentlich. Penalty Kill, Zegras und Ding, Kane Turcotte, Darlene Drysdale, Jones Lidstrom. Das passt mir. Dreimal Penalty Kill, Zegras, Turcotte und ihr, jawohl. Dreimal Overtime, Zegras ist damit dabei. Und da hinten ändert sich jetzt halt einiges. Ein Linksschütze erstmal. Dahinter dann. Eigentlich hätte ich ganz gerne Drysdale vorne gehabt. Wer ist denn der schnellere von euch beiden? 93. Glückwunsch, erste Reihe für Herrn von und zu Drysdale. Schülermodus, ja, passt. Da wird nichts geändert. Speichern, passt da alles noch. 97, 95, 97, 97. 90, 94, 88, 97. Ich wollte gerade sagen, das müssen wir jetzt aber schon tauschen. Und 95, 95. Zusätzlich Angreifer bleibt so wie es ist. Torhüter bleibt wie es ist. Chefcoach. Nice. Brauchen wir irgendwas noch? Funke 5 von 5 aktiv. Gladiator, fehlen uns 2 Punkte. Okay. Sehr schön. Sieht doch gut aus. Also finde ich zumindest. Müssen dann schauen, dass wir irgendwie vielleicht dann noch einen Punkt hinkriegen für Jackie. Praktisch, dass wir so eine Ding nochmal machen. Dass der zumindest da draußen auf 89 kommt. Oder nehmen wir Turcotte mit 89. Ich glaube, wir nehmen Turcotte. Weil, wenn wir das nehmen, hat er zumindest 90 Bullies. Und das wäre halt schon was, wenn der Junge 90 Bullies mitnehmen würde. Ab Rang 4 freigeschaltet, dann hätten wir Gladiator 4 Punkte. Wo ist unser Coach aktuell? Tut mir leid, tauschen. Und hoffen, dass wir jetzt irgendeinen Gladiator-Coach haben. Sean Kingsley. Und dann kriegt mich Jeru, Darlin und Huge nochmal einen Boost. Speichern. Börse, Sets. 22 under 22. Kriegen wir das hier voll? Also auch nur mit unteren Karten. Wie viel brauchen wir denn da? Flurry noch rausschmeißen. 9 Stück. Auktionshaus durchsuchen. Das sollte man locker hinkriegen eigentlich. Einmal. 2-mal. 3-mal. 4-mal. 5-mal.
sechsmal. Siebenmal. Achtmal. Und die heilige Nummer 9. Pass. Zeit vervollständigen. Objekteingang. Ach shit, sehe ich gerade, wir hätten es gar nicht machen müssen, aber ist okay. Passt schon. Wir haben die 3 von Kucherov noch. Man muss ja theoretisch schauen, dass wir morgen vielleicht für Huge doch nochmal eins hinkriegen. Oder nochmal für Turcotte. Würde sich halt anbieten, dass wir ihn hier auf 90 hochpushen, weil dann nimmt er halt die ganzen Bully-Dinger mit, ne? Und das wäre halt schon geil, muss ich einfach sagen. Wenn wir das hinkriegen. 91 Bullies. Gut, das werden wir nicht schaffen, aber das können wir eigentlich schon mitkriegen. Dann kaufen. Für 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 Stück haben wir da. Ja, mit der richtigen Karte kann man da schon was machen. Morgen. So, dann aktivieren wir hier den Dieb. Dann hatte ich hier 90, 94 Schlagkraft balanced. Gutes Tempo, 92 Defensivbewusstsein. Protector kriegt er halt erst Eider auf der letzten Stufe, auf Stufe 6. Dann würde hier nämlich nochmal was mitkriegen. Und dann... Wow. Genau, so. Dann haben wir hier auch nochmal upgradet. Sehr, sehr schön. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt eigentlich eine solide Mannschaft. Vor allem jetzt haben wir wirklich mal 2 starke Verteidiger, die uns wirklich mal helfen können. Wenn es mal wirklich brenzlig wird. Für den einen brauchen wir nur eine neue Trikotnummer. Jamie Drysdale. Seth Jones. Muss ich kurz nachschauen. Spielt bei uns mit der 3 meines Wissens. Ja, das heißt, da Austin Matthews die 34 besitzt, brauchen wir die Nummer 4 für Jamie Drysdale. Die hatte er nämlich bei den Aerie Otters. Ansonsten würde ich auch die 44 nehmen. Die 34. Die 410. Die 40. Na, die 4 gibt es natürlich wieder nicht, na klar. Gibt es die 43 vielleicht? 45. Praktisch nur mal drehen. Da haben wir die 44. Die 5, die 410, die 49, die 46 haben wir schon. Das ist okay. So, und dann hätte man die Folge schon mal abgeschlossen. Und dann freue ich mich morgen auf die ersten Spiele. So, Jamie kriegt die 44. Jawohl. Jawohl. So gefällt mir das. So gefällt mir das. Genau, bedanke mich fürs Zuschauen. Sagt Schauen V, wir sehen uns morgen wieder zu 2 Folgen. Team of the Week und ja, dann schauen wir mal, wo das Ganze hinführt. Bis dahin, Tschüssikowski, bleib gesund, wir sehen uns.